Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner live. Und jetzt wird es spannend, muss man sagen. Vor allem für Sie, aber auch für mich, muss ich in dem Fall sagen. Denn bei uns ist Harald Zücker. Er war 13 Jahre lang im Management von McDonald's, auch McDonald's-Chef viele Jahre davon. Und Herr Zücker, Sie haben ein Buch geschrieben, nennt sich Die Fastfood-Falle. Nomen est Omen, kann man sich schon denken, was drinsteht. Und da rechnen Sie eigentlich ziemlich mit dieser Branche ab. Eigentlich dürfte ich das Interview gar nicht mit Ihnen führen, weil ich gehe relativ häufig Fastfood essen wahrscheinlich oder vielleicht noch heute nicht mehr. Aber was haben Sie denn in diesem Buch geschrieben, was decken Sie da auf, wie gefährlich oder wie ungesund ist Fastfood denn wirklich? Na, im Grunde genommen ist fast nichts, was Sie da zum Essen bekommen, wirklich gesund. Das beginnt natürlich bei Fleisch, bei erhöhten Salzwerten, aber natürlich das Gefährlichste ist der Zucker, der in gewissen Produkten in Dosen vorhanden ist, die weit über die tägliche empfohlene Menge hinausgeht. Also Sie haben als Beispiel nur, wenn Sie halt diesen kleinen Eisbecher nehmen, wenn Sie den mit Topping anfüllen, dann haben Sie dort einen Zuckergehalt, der mehr als 60 Gramm beinhaltet in diesem kleinen Becher. Und die amerikanische Heart Association empfiehlt für Kinder einen maximalen Wert von 18 Gramm pro Tag. Das heißt, Sie haben mit einem einzigen Dessertprodukt ein Vielfaches der empfohlenen Tagesmenge und das ist sehr gefährlich. Mhm. Jetzt waren Sie selber viele Jahre bei McDonald's, jetzt schreiben Sie dieses Buch, fragen sich natürlich viele, warum macht er das? Ja, hat wahrscheinlich, nehme ich einmal, ganz gut verdient dort bei McDonald's und jetzt räumen Sie auf. Warum? Weil Sie einfach gesagt haben, Sie müssen jetzt mit dem nach außen, Sie können das mit dem Gewissen nicht mehr vereinbaren oder wie kam es zu diesem Umdenken? Das ist eine relativ lange Geschichte, aber auch eine sehr einfache Geschichte. Ich bin vor zwei Jahren im Urlaub gewesen und hatte damals einen sehr schlimmen körperlichen Zustand. Also ich habe damals 110 Kilo, das ist ein Vielfaches dessen, was ich jetzt habe, obwohl ich immer noch zu viel habe. Aber ich hatte damals 110 Kilo, war körperlich in einem sehr bedenklichen Zustand, auch mental überhaupt nicht fit. Und da habe ich Zeit gehabt, nachzudenken und mir darüber Gedanken zu machen, wie kann so ein körperlicher Verfall überhaupt passieren. Ich bin früher Marathon gelaufen, war sehr sportlich und bin in diese Falle hineingetappt, letztendlich auch danach. Und dann habe ich begonnen, mich wissenschaftlich mit diesem Thema Ernährung und gesunde Ernährung auseinanderzusetzen und habe begonnen, Studien zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen. Und je mehr man in diese Materie eintaucht, je mehr hat es mich hineingesogen. Also Sie als Journalist werden am ehesten verstehen, wenn eine Materie einen so packt, dann kann man nicht mehr aufhören. Und das hatte dann zur Folge, dass ich meinem gesamten Umfeld ziemlich auf die Nerven gegangen bin, weil natürlich bei jeder besten Gelegenheit habe ich gesagt, na, das darfst du nicht essen und das ist ungesund und das ist überhaupt ganz, ganz schlecht. Was zur Folge hat, dass mein Umfeld mir letztendlich den Rat gegeben hat, weißt du was, geh uns bitte nicht mehr auf die Nerven, wenn du willst, schreib ein Buch. Das war so der erste Auslöser. Der zweite, der wirklich dann dazu geführt hat, dass ich es wirklich gemacht habe, war, dass in den letzten Monaten zwei Kinder in meinem Bekanntenkreis an Diabetes erkrankt sind. Also einer mit 3 Jahren mit Diabetes 1 und einer mit 8 Jahren, der eine nicht-alkoholische Fettleber hat. Also eine furchtbare Situation für ein Kind. Und dann habe ich beschlossen, dieses Buch zu schreiben. Und jetzt schreiben Sie in diesem Buch eben, weil Sie auch gerade Kinder angesprochen, ja auch vor allem, dass Fastfood für Kinder extrem ungesund ist. Jetzt muss man sagen, an sich ist das ja bekannt, das sind jetzt keine neuen Erkenntnisse, aber dennoch schreiben Sie es in einer gewissen Härte, wie so vielleicht wenige bisher formuliert haben, vor allem mit Ihrem Background. Mhm. Was genau ist denn das Problem Ihrer Meinung nach bei Fastfood für Kinder? Naja, Sie müssen denken, dass wenn Kinder in sehr jungen Jahren etwas zu essen bekommen, dann werden die Geschmacksknospen und die Geschmacksempfindungen geprägt, nachhaltig für ein ganzes Leben zum Teil. Das heißt, was sie als Kind nicht gemocht haben, möchten sie als Erwachsener auch nicht. Und dann natürlich bei Fastfood, das hat eine Faszination. Und diese Geschmacksnuancen oder die Geschmacksnerven, die hier angesprochen werden, sind nachhaltig. Das heißt, wenn Kinder in sehr jungen Jahren mit diesem Zucker oder auch mit diesem Pommes in Kontakt kommen, dann werden sie de facto danach süchtig. Und Zucker ist ja nachweislich ein Suchtfaktor. Hier werden beim Zuckerkonsum Dopamine im Hirn ausgeschüttet.
Die gleichen Ausschüttungen haben sie auch, wenn sie Kokain oder Heroin konsumieren. Das heißt, sie erleben ein Glücksgefühl und der Körper möchte dieses Glücksgefühl immer wieder und immer wieder generieren. Das heißt, sie sind nach diesem Produkt süchtig. Und als zweiten nachteiligen Effekt kommt dann nicht in dieser Sucht dazu, dass je mehr sie von etwas konsumieren, desto höher wird die Hemmschwelle. Das heißt, sie brauchen immer mehr, um das gleiche Gefühl zu erzeugen. Und wenn Kinder in sehr jungen Jahren schon süchtig gemacht werden, dann ist das natürlich eine Katastrophe mit allen diesen gesundheitlichen Nebenwirkungen danach. Was kann man denn Ihrer Meinung nach denn überhaupt bei Fastfood-Ketten essen oder soll man überhaupt nicht hingehen? Ich meine, letztendlich, wie Paracelsus schon gesagt hat, macht immer die Dosis das Gift. Es gibt natürlich Angebote, wo Sie Apfelspalten oder Mineralwasser trinken können oder auch einen Salat essen können. Das Angebot gibt es, aber das Marketing und wird da nicht darauf ausgerichtet. Wenn Sie heute in die Restaurants, also auf Fastfood-Ketten gehen, werden Sie kaum oder in sehr geringem Ausmaß diese Produkte im Fokus finden, sondern es werden diese Produkte in den Fokus gestellt, wo die höchsten Margen sind. Das sind eben auf der einen Seite zuckerhaltige Getränke oder Pommes. Mhm. Hin und wieder ein Burger ist aber Ihrer Meinung nach okay oder würden Sie überhaupt dazu raten, ganz die Finger davon zu lassen? Ich meine, wie gesagt, vorher, die Dosis macht das Gift. Wenn Sie es einmal machen, wird die Welt nicht untergehen. Wir haben aber im Buch eine Studie, was passiert von einer Universität in Montreal, was passiert bei einem einmaligen Konsum eines Burger-Menüs, welche Auswirkungen hier im Körper bereits stattfinden. Und das ist alles anders als positiv. Gehen Sie eigentlich persönlich noch in Fastfood-Restaurants? Ich gehe hin, aber ich trinke einen Kaffee dort, ja. Okay, aber Sie essen keine klassischen Menüs mehr dort? Überhaupt nicht mehr, nein. Okay. Gibt es Ihrer Meinung nach bessere Fastfood-Ketten und schlechtere? Natürlich, dort, wo das Angebot auf sehr hohen Anteil pflanzlicher Basis oder Obst- und Gemüsesorten liegt, das gibt es ja. Man muss ja Fastfood in dem Sinne interpretieren, ist eine sehr schnelle Verfügbarkeit, es ist permanent offen, also sie haben eine schnelle, wird auch schnell serviert. Das heißt, wenn man Fastfood in diesem Sinne interpretiert, dann gibt es viele Angebote in Österreich oder auch auf der ganzen Welt. Ich hätte auch einen Appell, dieses Buch soll ja auch nicht nur ein Angriff oder etwas sein, sondern soll ja dazu aufrütteln, das Produktsortiment zu verändern. Die großen Ketten haben die Macht und auch die Möglichkeit, sich dem Trend oder diesen neuen Gesundheitsbewusstsein anzupassen. Ich habe in meiner Recherche ein Fastfood-Restaurant von McDonald's in Australien gefunden, das eine komplett andere Produktpalette anbietet, wo sie Quinoa-Salat bekommen, wo sie Tofu bekommen. Das heißt, die Konzerne erkennen schon, dass hier ein Umdenken notwendig sein muss, aber sie reagieren erst dann, wenn sie müssen. Jetzt ist es aber so, muss man sagen, das fällt einem ja auch auf in der Werbelinie, dass schon auf diese neuen Trends auch immer verstärkt gesetzt wird. Sie haben ja auch angesprochen, es gibt mittlerweile auch Salate, es gibt teilweise vegetarische Menüs etc. Also Sie sehen da auch ein bisschen ein Umdenken oder wie beurteilen Sie das als Branchenprofi? Ein Umdenken im Hinterkopf ist vorhanden, weil man erkennt ja und man sieht ja, wo die Trends hingehen und wo auch die Nachfrage hingeht. Ich meine, die neue Diskussion um diesen fleischlosen Burger, der jetzt ja sogar an die Börse gegangen ist, das sieht man ja, dass auch die Fastfood-Ketten hier massiv reagieren. De facto ist auch dieser neue vegane Burger ein Industrieprodukt. Jetzt, Sie als Profi, wie soll man sich denn Ihrer Meinung nach ernähren? Was würden Sie unseren Zusehern raten? Also nach allen meinen Recherchen und Studien, die ich gelesen habe, und das sind sicher Tausende, ist der Sukkus am Ende eine ausgewogene, mediterran orientierte Ernährung wäre sicherlich das absolut Beste. Also hoher pflanzlicher Anteil, Obst und Gemüse, hier und da auch ein Fleisch ist überhaupt kein Thema. Gesunde Öle, Olivenöl nur als Beispiel hier zu nennen, würde den Menschen massiv in seiner Gesundheit gut tun. Abschließende Frage noch. Es gibt auch immer wieder Diskussionen um Gesetze. Zuckersteuer beispielsweise wurde da auch schon genannt. Sollte Ihrer Meinung nach der Gesetzgeber hier auch härter vorgehen? Unbedingt. Also das ist auch eines meiner persönlichen Forderungen, die auch im Buch vorkommt und die ich auch weiterhin stellen werde. Eine Zuckersteuer ist ein Muss. Wir sehen das in England, wo im Vorjahr eine Zuckersteuer eingeführt wurde
Und siehe da, die Konzerne haben relativ rasch reagieren können und auch reagieren wollen und haben ihren Zuckergehalt von Softdrinkgetränken unter die gesetzliche Besteuerungsgrenze gelegt. Das heißt, es ist möglich, wenn Druck da ist. Und die zweite Forderung wäre ein klares Ampelkennzeichnungssystem, das es den Konsumenten sehr einfach macht, gesunde oder nicht gesunde Produkte zu erkennen. Mhm. Herr Sücker, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Das Buch gibt es jetzt überall im Buchhandel und kann man auch online bestellen. Also vielleicht eine ganz nette Urlaubslektüre. Wir machen eine kurze Pause, sind dann in Kürze wieder zurück auf OE24 TV und zwar mit den aktuellen Nachrichten des Tages.